12.36 Uhr deutsche Einzelcamp Ferien. Als einzige deutsche Teilnehmerin sortierte sich Maike Pfister als 19. mit gut 1,5 Sekunden Rückstand ein. Da wird im Slalom nicht mehr so viel gehen. Einige Zeilen vielleicht zurück, Ausfälle wird es auch geben. Eventuell klappt es noch mit den Top 15. 12.34 Uhr Medaillenkandidatinnen richtig günstig liegen auch angesichts ihrer technischen Voraussetzungen, Wendy Holtener 5., Federica Brignone 6., Ricarda Haaser 7. und Petra Flowa 8. Alle bewegen sich innerhalb noch 3/10 und besitzen Chancen auf Edelmetall. Erstgenannte Schweizerin weist gut 4/10 Rückstand zur Spitze auf. Zusammen mit Flowa gilt die Titelverteidigerin aufgrund der Slalomqualitäten als heißeste Kandidatin. Und die Slowakin hat durchaus das Zeug, Holtener noch zu packen. 12.28 Uhr Siepenhofer führt ein Erfolgserlebnis, feierte Ramona Siepenhofer, die in der Kombinationsabfahrt ganz knapp die Nase vorn hatte und sich damit in jedem Fall Selbstvertrauen für Sonntag verschaffte. Gegenüber den starken Slalomfahrerinnen jedoch ist das Guthaben zu gering, das gilt so auch für die zweitplatzierte Ilka Stulk. Ranhild Mowinkel auf Rang 3 wird sich da vermutlich eher behaupten können. 12.25 Uhr Jasmine Flouri SUI bleibt nur noch Jasmine Flouri. Die Eidgenossin sollte eigentlich deutlich mehr zu leisten imstande sein. Doch die 25-Jährige vermag das nicht umzusetzen. Beinahe 1,5 Sekunden gehen Flouri verloren, was Rang 17 bedeutet. Damit ist die Abfahrt der Kombination beendet. 12.24 Uhr Alexandra Coletti, dann ist Alexandra Coletti an der Reihe. Für die Monegassin müssen natürlich andere Maßstäbe angelegt werden. Die 35-Jährige kommt als 22. unten an, weiß nicht so richtig, was sie davon halten soll. Und der Slalom ist ohnehin nicht so ihres. 12.22 Uhr Jugana Helen SUI. Ähnliches gilt nun für Jugana Helen. Oben büßt die Schweizerin deutlich ein, findet dann aber in ihren Rhythmus und reiht sich im Ziel direkt vor Greta Smol ein. 12.21 Uhr Greta Smol. Aus das Niveau zwischen den einzelnen Fahrerinnen dieses Starterfeldes ist doch immens. Greta Smol muss als Speed-Spezialistin eigentlich vorlegen, büßt aber schon oben viel ein. Im unteren Teil zeigt die Australierin ihre Qualitäten, verliert nichts mehr hinzu und wird 19. 12.19 Uhr Lynn Iverson, SWE der WM-Gastgeber, bringt eine junge Dame an den Start. Letzte im Bunde ist Lynn Iverson. Die 23-Jährige schlägt sich für ihre Verhältnisse ordentlich, erreicht das Ziel als 17. Im Slalom ist mit ihr eher nicht zu rechnen. 12.18 Uhr Esther Ledecker, CZE. Mit Esther Ledecker steht ein großer Name bereit. Die Super-G-Olympiasiegerin besitzt allerdings derzeit nicht die Form, lässt auch bereits mehr als eine Sekunde auf der Strecke. Zumindest sammelt die Tschechin Eindrücke im Hinblick auf die Spezialabfahrt. Ist für einige der Athletinnen ja nicht ganz unerheblich. 12.16 Uhr Julia Pleschkova RUS. Ein nahezu unbeschriebenes Blatt gilt Julia Pleschkova. Die Russin beweist auf der Piste, dass dies nicht von ungefähr kommt. Die 21-Jährige sorgt für die bislang schwächste Zeit und reiht sich ganz am Ende des Klassements ein. 12.14 Uhr Roni Remme. Kennen als Allrounderin gilt Roni Remme. Das ist zunächst eine gute Voraussetzung für die Kombination. Dennoch lässt die Kanadierin da zu viel liegen. Im Ziel ärgert sich die 22-Jährige über 2 Sekunden Rückstand. 12.13 Uhr Ida Danewitz SWE. Als erste Fahrerin muss Ida Danewitz vorzeitig die Segel streichen. Die Schwedin scheidet aus und ärgert sich fürchterlich und lautstark. Vor heimischem Publikum wollte die 19-Jährige doch viel mehr zeigen. 12.12 Uhr Maike Pfister. Gerr, was bringt die einzige deutsche Athletin zustande? Maike Pfister ist unterwegs. Auch die 23-Jährige muss jetzt ihre Leistungen abrufen.
Vor allem im unteren Streckenteil fährt Pfister ziemlich gut. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt schon mehr als eine Sekunde weg. So erreicht sie das Ziel als 16. und zeigt sich damit zufrieden. 12.10 Uhr Alexandra Prokofjewa, RUS. Für Wunderdinge ist Alexandra Prokofjewa nicht zuständig. Als Speedfahrerin verliert die Russin bereits beinahe 2 Sekunden. Da heute nicht so viele Damen am Start stehen, ist eine gute Platzierung drin, mehr aber auch nicht. 12.09 Uhr Franziska Gritsch, AUT, voll auf Angriff darf die junge Franziska Gritsch fahren. Die Österreicherin sollte in der Abfahrt nicht zu viel verlieren. 2 Sekunden werden es dennoch, was sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten bewegt. Da lässt sich im Slalom richtig angreifen. 12.06 Uhr Corinne Sutter, SUI. Von Corinne Sutter erwarten wir deutlich mehr. Die Eidgenossin schlägt sich gut, obwohl sie die absolute Konsequenz nicht an den Tag legt. Dennoch ist die 24-Jährige schnell und kommt als Vierte im Ziel. 12.06 Uhr Marina Gasjenica Daniel Pohl. Nun stößt sich Marina Gasjenica Daniel oben ab. Mitunter wirkt deren Fahrt sehr unruhig, sie drückt die Wellen nicht optimal weg. Insofern ist das auch nicht schnell, was die Polin da fabriziert. Mehr als 2,5 Sekunden Rückstand spülen sie fast ans Ende des Klassements. 12.02 Uhr Tina Weirater, Lai, noch verbleiben 15 Starterinnen. Tina Weirater erlebte mit dem Aus in ihrer Paradedisziplin Super-G am Mittwoch eine Enttäuschung. Aktuell lässt der Schneefall etwas nach. Kann das die Liechtensteinerin nutzen? Nein, irgendwie bekommt es die 29-Jährige derzeit nicht zusammen. Auch im Hinblick auf die Spezialabfahrt ist das kein gutes Zeichen. Eine stattliche Sekunde geht verloren. 12 Uhr Anne-Sophie Bartet, FRA. Wir warten eigentlich noch auf die Überraschung des Tages. Anne-Sophie Bartet ist nicht in der Lage, dafür zu sorgen. Die Französin müsste hier in der Abfahrt etwas bewirken, tut sie aber nicht. Beinahe 2 Sekunden bleiben auf der Strecke. Das wirft die 30-Jährige aussichtslos zurück. 11.58 Uhr Ramona Siepenhofer, AUT. Auch Ramona Siepenhofer wird über die verkürzte Abfahrt betrübt sein. Dennoch wird die Österreicherin jetzt gewiss die Bestzeit angreifen. Die 27-Jährige setzt das um, zeigt, was noch in der Poste steckt. Mit dem Hauch einer Hundertstel setzt sie sich vor Stuhig an die Spitze. Für die Medaillen allerdings scheint das Polster auf all die anderen zu gering. 11.57 Uhr Kaiser Wickhoff-Lei NOR. Von der schnellen Seite kommt Kaiser Wickhoff-Lei. Entsprechend muss es die Norwegerin natürlich laufen lassen. Bei den Sprüngen kommen ihre Qualitäten als Abfahrerin zur Geltung. Für die erst 20-Jährige wird das ein ordentlicher 11. Platz, doch mehr als eine Sekunde ist da bereits weg. 11.55 Uhr Marta Bassino, ITA. Mit Marta Bassino erleben wir eine weitere Technikerin, die jetzt nicht zu viel verlieren darf, wenn es denn etwas mit Edelmetall werden soll. Die Italienerin bemüht sich um eine enge Linie, investiert eine Spur zu wenig. So sammeln sich 1,5 Sekunden Hypothek an. Da scheinen die Medaillen fast schon zu weit weg. 11.54 Uhr Marusa Ferk, SLO. Marusa Ferk vermag ihren Rückstand nicht in Grenzen zu halten. Die Slowenin lässt beinahe 2,5 Sekunden liegen. Das lässt sich für die Technikerin im Slalom natürlich nicht aufholen. 11.51 Uhr Wendy Holtener, SUI. Nun aber steht Wendy Holtener bereit, die sich Gold nach Meinung vieler Experten nur noch abholen muss. Die Schweizerin jedoch muss es zu Tal bringen. Und das scheint wahrlich zu gelingen. Die 25-Jährige fährt richtig stark, verliert kaum Zeit. Im Ziel findet sich Holtener mit 4 Zehnteln ein. Es bahnt sich ein Duell mit Petra Flover um den Titel an. 11.51 Uhr Alice Merriweather, USA. Alice Merriweather gehört zu den Damen, die jetzt vorlegen müssen. Das gelingt der US-Amerikanerin eher nicht.
Die 22-Jährige büßt 0,8 ein und wird damit keine Rolle spielen. 11.50 Uhr Federica Brignone, ITA. Eine weitere Kandidatin für das Podium ist Federica Brignone. Mitunter wirkt sich die Sicht negativ aus, es setzt einen Schlag, wenig später drückt es sie mächtig in die Knie, weil eine Bodenwelle übersehen wird. Doch die Italienerin lässt es laufen und kommt mit nur 0,6 Rückstand an. Auch Brignone ist zufrieden, das kann etwas werden. 11.48 Uhr Katerina Paulatova, CZE Nebel ist derzeit nicht mehr das Problem, doch es schneit weiterhin, womit sich die Sicht nicht wirklich bessert. Katerina Paulatova stellt sich nicht als ernstzunehmender Faktor dieses Wettkampfes heraus, liegt im Ziel etwa 2,5 Sekunden zurück. 11.45 Uhr Petra Flowa SVK, nun erleben wir eine heiße Medaillenanwärterin. Und Petra Flowa schlägt sich hervorragend. Die Slowakin verliert in der Summe nur 0,7, kommt zeitgleich mit Lindsay von unten an und zeigt sich mit ihrer Leistung überaus zufrieden. Edelmetall liegt in der Luft. 11.45 Uhr Nicole De Lago, ITA. Als nächste Abfahrerin schiebt sich Nicole De Lago in den Hang. Die Italienerin scheint nicht in der Lage, ihre Qualitäten entsprechend in die Waagschale zu werfen. Die letzte Überwindung fehlt, wohl aufgrund der diffusen Sicht. Im Ziel reiht sich die 23-Jährige als Fünfte ein. 11.43 Uhr Ilka Stuek SLO zu den Speed-Spezialistinnen, denen die verkürzte Abfahrt gar nicht in den Kram passt, gehört Ilka Stuek. Zumindest tut die Slowenin jetzt erst einmal ihr Bestes, setzt im ersten Teil der Kombination die Bestzeit knapp vom Mowinkel. 11.41 Uhr Ricarda Haase AUT, vermag das Ricarda Haase auch annähernd so hinzubekommen? Es schaut gut aus, die Österreicherin hält gut die Position. Beim Sprung stimmt dann die Richtung nicht ganz, sie muss einen zusätzlichen Schwung einlegen. So reicht es letztlich nicht für die Führung. Eine halbe Sekunde fehlt. Rang 2, 11.40 Uhr, Ranhild Mowinkel, NOR. Ranhild Mowinkel ist nun schon eine erheblich namhaftere Athletin, die sicherlich zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidatinnen zu zählen ist. Die Norwegerin gibt gehörig Gas und zeigt den nötigen Biss. Von oben bis unten setzt die 26-Jährige Bestzeiten. Im Ziel sprechen fast 0,7 für sie. 11.39 Uhr Lisa Hörnblatt SWE. Für die WM-Gastgeber gibt es jetzt etwas zu jubeln, denn Lisa Hörnblatt macht sich auf den Weg. So viele Zuschauer aber sind gar nicht da, als dass wirklich Atmosphäre aufkommt. Die guten Zwischenzeiten der Schwedin aber sorgen dann doch für etwas Stimmung. Und Hörnblatt fehlen letztlich nur 0,16 zur Spitze. 11.36 Uhr Nevina Ignjatovic SRB. Wunderdinge erwarten wir von Nevina Ignjatovic nicht. Die Serbin fällt dann auch tatsächlich deutlich ab, ist vom Niveau der Konkurrentinnen klar entfernt. Mehr als 2 Sekunden bleiben auf der Strecke, was die rote Laterne bedeutet. 11.36 Uhr Christina Agar AUT. Wir müssen also weiter abwarten, was die Piste tatsächlich hergibt. Christina Agar fährt oben richtig gut. Das muss aber nichts heißen, wie sich bisher erwies. Und auch die leichte erkrankte Österreicherin vermag das nicht zu konservieren. Zumindest reicht es für Platz 2. 11.33 Uhr Marie-Michelle Gagnon-Kahn. Noch also haben wir im Ziel längst keine konkurrenzfähige Richtmarke. Wird dafür jetzt Marie-Michelle Gagnon sorgen? Zwar ist die Kanadierin anfangs gut dabei, doch bei nun wieder stärkerem Schneefall verliert auch sie massiv Zeit. Schwer erklärbar, und nur Rang 3. 11.32 Uhr Lara Gut-Behrami SUI. Nun geht es Lara Gut-Behrami an. Der Startintervall beträgt nur 1,5 Minuten. Die Tessinerin beginnt mit mehr Zug, bekommt dann aber Probleme mit der Linienwahl, ist da nicht immer optimal unterwegs. Vom geht Zeit verloren.
Die Vize-Weltmeisterin von 2009 büßt auf Won beinahe eine Sekunde ein. Das ist heftig. 11.29 Uhr Lindsey Vonn, USA. Lindsey Vonn eröffnet den Wettkampf. Die US-Amerikanerin feierte im Rahmen des Weltcup bereits 5 Siege in der Kombination. Heute gehört die 34-Jährige kurz vor ihrem Karriereende erst recht nach der Verkürzung der Abfahrt nicht zum Favoritenkreis. Eventuell hat das für sie nur Trainingscharakter. Vonn sucht sich ihre Linie, kommt heil durch, das will ja etwas heißen. Die letzte Konsequenz ist nicht erkennbar. 11.27 Uhr Bedingungen bei bewölktem Himmel, leichtem Schneefall, etwas Nebel und Temperaturen von 6 Grad unter Null wird die Kombinationsabfahrt in Kürze am Super-G-Start beginnen. 11.05 Uhr verkürzte Abfahrt. Aufgrund der Witterung wurde die Abfahrt verkürzt. Von ursprünglich 1060 Metern ging man mit dem Start hinunter auf 971 Meter. Zugleich geht den Abfahrerinnen damit etwa 300 Meter Wettkampfstrecke verloren, was den TechnikerInnen in die Karten spielt. Es bleibt eine Distanz von 1930 Metern und ein zu überwindender Höhenunterschied von 575 Metern. Auf dieser Strecke betätigte sich Jean-Philippe Foulier als Kursetzer. Von den einst 36 gesteckten Tore des FIS-Jury-Mitgliedes sind 29 verblieben. 10.58 Uhr FavoritInnen. Einstweilen blicken wir auf AnwärterInnen für Edelmetall. Gespannt sind wir natürlich erst einmal auf die Verfassung von Lindsey Vonn, die gleich mit Startnummer einer in die Abfahrt gehen wird. Zu den Medaillenkandidatinnen gehören daneben Top-Favoritin Wendy Holtener vor allem Petra Vlhová, Federica Brignone und Marta Bassino. Für Überraschungen jedoch sind gerade Großereignisse im Allgemeinen wie auch die Kombinationen im Besonderen immer gut, vor allem bei einem derart übersichtlichen Starterfeld. 10.50 Uhr Verschiebung. Ein wenig müssen wir uns gedulden, denn aufgrund zunächst von Neuschnee und nun zudem wegen Nebels wurde der Start verschoben. Anfangs erfolgte die Ansetzung der Abfahrt für 12 Uhr. In Erwartung einer weiteren Schlechtwetterfront ab 13 Uhr jedoch zog man das Ganze wieder um eine halbe Stunde vor. Der aktuelle Plan lautet, die Abfahrt soll um 11.30 Uhr beginnen, 10.36 Uhr Schweizer Trumpf. Für die Schweiz dürfen das Rennen sogar 5 AthletInnen in Angriff nehmen, denn Wendy Holtener, 15, besitzt als Titelverteidigerin ein persönliches Startrecht. 25-Jährige gehört auch heute zum engsten Favoritenkreis. Übrigens kommt die aktuelle Olympiasiegerin ebenfalls aus der Schweiz, Michelle Gisin jedoch zugleich Vize-Weltmeisterin, wird nach einer Knieoperation in Aare gänzlich fehlen. Am Start steht stattdessen Lara Gut-Berami, 2, die Wundertüte aus dem Tessin, die nach wie vor um eine stabile Form ringt. Corinne Sauter, 23, bewies zuletzt deutlich ansteigende Formkurve, ob sie das aber mit dem Slalom zusammenbringt. Dann wären da noch Jugana Hehlen, 33, und Jasmine Fleury, 35, die gleichfalls nicht zu den Favoritinnen zählen. 10.23 Uhr ÖSV-Quartett. Natürlich bringen die Österreicher die maximale mögliche Zahl von 4 Damen an den Start, wobei Christina Agay, 4, auf Weltcup-Niveau noch keine Ambitionen auf vordere Platzierungen unter Beweis gestellt hat. Da müssen wir eher Ricarda Haaser, 8, auf der Rechnung haben, 2017 immerhin österreichische Meisterin in der Kombination. Eine Sieganwärterin ist Ramona Siepenhofer, 19, ebenfalls nicht, doch die 27-jährige Speed-Spezialistin gilt vermutlich als größter Trumpf des ÖSV. Vierte im Bunde ist die junge Franziska Gritsch, 24, 10.14 Uhr kleines Starterfeld mit einer Deutschen, obwohl es natürlich auch Anhänger der Kombination gibt, die den Vielseitigkeitswettkampf schätzen oder einfach nur Traditionalisten sind, das Interesse der Sportler hält sich mitunter sehr in Grenzen. Einige Stars wie Marcel Hirscher bei den Herren oder heute Michaela Schifrin verzichten auf die Teilnahme. So stehen auf der Startliste der Frauen auch nur 35 Namen.
einzige Deutsche ist Maike Pfister, Startnummer 26, die aus dem Speed-Bereich kommt und vor gut einem Jahr bei einer FIS-Kombi mal auf dem Podium stand. Angesichts des kleinen Starterfeldes ist sicherlich eine gute Platzierung drin. In Medaillennähe erwarten wir Pfister bei weitem nicht. 10:06 Auslaufmodell-Kombination 1 galt die Kombination als durchaus bedeutende Wettkampfform bei den alpinen Skisportlern, wurde dabei doch der vielseitigste Athlet ermittelt. Es gilt, die beiden gegensätzlichsten Disziplinen Abfahrt und Slalom unter einen Hut zu bringen und gleichermaßen gut zu bewältigen. Dennoch geriet der Wettbewerb in den vergangenen Jahren immer mehr aufs Abstellgleis. Im Rahmen des Weltcups finden nur noch je zwei solche Wettbewerbe statt, bei den Frauen fiel der in Val d'Isère heuer sogar aus. Und bei Großereignissen droht der Kombi gar der endgültige K.O. Die FIS möchte stattdessen Parallelwettbewerbe ins Programm nehmen. Eine Entscheidung soll bereits während der WM-Tage von Aare fallen. 10:03 Willkommen Till Aare, herzlich willkommen zur alpinen Ski-WM in Aare. Heute steht die dritte Medaillenentscheidung auf dem Programm. Und die wird in zwei Teilen über die Bühne gebracht. Die alpine Kombination der Damen beginnt um 11 Uhr mit der Abfahrt.